How are you holding up? The symptoms are subtle at first. You feel agitated, unusually aggressive. They say it can drive you mad, but I'm not so sure. I've never seen anyone live long enough to find out. I had to beg Azai for more ink. It isn't even fresh. It's clumpy. Feel that? Oh, sorry. This is unacceptable. If Azai can't straighten this out, well, I'll go to the source and take care of it myself. We've tracked the Count to a stronghold in Eastern Europe. He may be cornered, but be careful. He's sitting on a stockpile of weapons with his best troops surrounded. Der Stadtrand. Der Sturm wütet weiter. This is your final mission. Stay sharp. This is the one they'll remember you by. Okay. Ich denke mal, die wird sich ähnlich lang ziehen wie die gerade eben. Von daher, völlig okay, dass das die finale Mission ist. Ich erwarte jetzt auch keinen 20-Stunden-Epos hier von dem Spiel. Those flashes of lightning could give the guards a chance to spot you. Oh nee, echt? Ist ja nervig. Auch noch das. Na toll. So, hier hinten ist wirklich Schluss, okay? Nur kurz den nächsten Blitz abwarten. Okay. Na, hier oben dran. Soweit, so gut. Geht's links noch irgendwie? Kommen wir hier noch zu irgendeinem Versteck oder sowas? Das sieht doch aus, als ob hier noch was dran wäre, ne? Naja, wer weiß. Ich komme jedenfalls nicht hin. Ziehen wir einfach weiter. Was für ein Scheißwetter. Your new mark has heightened your senses. Concentrate, and you can sense everything around you, even through the walls. Oh, wähle die Weitsicht, drücke 4. Halte Q. Oh, fett. Ist sehr interessant. Das könnte mir gefallen. Wir sehen jetzt also die Verbindung der Stromlinien, ja. Und können dadurch feststellen, welcher Hebel was ausschaltet. Pulling the wrong lever could cost you your life. Was? Warum? Ja, ich nehme den mittleren, weil der zum Dingens geht hier. Das wollten wir doch, oder? Das ist für eine Lampe und das ist für keine Ahnung was. Wird schon passen. Look at this. It's new gear for Karajan's troops. They can't even fight without these toys to protect them. Was für mich zum Tragen oder nicht so? Keine Ahnung. Könnte aber sein, dass wir jetzt ein neues Outfit dadurch erlangt haben. Ich kann jedenfalls jetzt erstmal nichts damit machen. Oh, falsche Taste. Beziehungsweise nicht falsche Taste, aber falsche angelegte Waffe. Oder Fähigkeit. How are we gonna get through there? That's the question. Schleich dich durch das Tor. Könnte kompliziert werden. So, achso, ich muss ja wegen den Blitzen aufpassen, fällt mir gerade ein. Das ist gar nicht mal so gut, hier einfach so offen rumzuspringen. Nichts. Alles gut. Bleibt, wo ihr seid. Lasst mich in Ruhe. Hab euch nichts getan. Diese Blitze sind echt nervig. Gibt's irgendwas zu entdecken? Nee, ne? Okay. Sieht nicht so aus. Okay. Sollen sie wieder auf ihre Posten gehen? Der eine bewegt sich gar nicht, der andere scheint zu patrouillieren. Oder stehen beide normalerweise? Wie sieht's aus bei dir, Junge? Du patrouillierst. Okay. So. Dann gehen wir da einfach mal hier hinten lang.
und nehmen uns erstmal das kleine Artefakt. Schön. Good. That got the door open. Oh, okay. Ich hätte natürlich auch erstmal gucken können, was es auslöst, aber passt schon so offenbar. Die Wache da unten kann mir gestohlen bleiben, das ist okay. So, wir machen uns eh wieder nach oben auf. Hm. Verzieh dich. So, erstmal hier dahinter. Wobei es eigentlich besser wäre, oben dran zu gehen, ne? So wie ich das sehe hier. So, bin drin. Ein Traum. Die Außenwände. Schatten huschen die Brüstungen entlang. So, was haben wir denn da? Oh. Habe ich schon wieder gewechselt, ja? Nichts in der Nähe, okay. Hier drüben ist Schluss. Gut, na dann nehmen wir doch einfach den Gang hier drüben. Finde einen Weg in die Festung. Was dachtet ihr eigentlich, was ich gerade tue? The champion. But do you know what they used to call the ones who got the mark? The seven. Nett. So, wo müssen wir denn hin? Gebt mir mal bitte eine Zielmarkierung. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich hoffe, Hundi schnuppert mich noch nicht. Ich bin ja gerade so an der Grenze. Ist doch ein bisschen haarig dort an der Stelle. Geht, alles klar. So, aber momentan können wir hier unten noch gar nichts machen. Das ist natürlich doof. Er hat mich gerochen. Wie denn das? Dann bleibe ich wohl mal lieber hier oben. Kann nicht schaden. Okay. Wieder zurück nach oben. Ich weiß nicht, ob wir da links vielleicht rein müssen. Aber vielleicht müssen wir auch einfach irgendwie weiter hier oben noch lang. Denn hier geht's ja noch weiter. Ah, okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Wir kommen da momentan noch nicht durch. Das ist natürlich doof. Dann bleibt uns nur der Weg hier. Gut, dass er mich nicht gesehen hat, obwohl es geblitzt hat. Hey! Ah, das war nicht der Plan. Das war definitiv nicht der Plan. Okay, die Tür da drüben ist eine normale. Das hatte mich noch interessiert, ob das denn eine normale Tür ist oder eine Sicherheitstür, die wir eh nicht aufkriegen. So direkt. Aber es ist doch bloß eine normale. Azai refers to you as the champion. But do you know what they used to call the ones who got the mark? The severed. So. Der Hund stört dort. Muss ich mal so feststellen. Ja, runter mit dir. Ich gehe dann mal lieber hier runter. Das ist vielleicht besser, wenn der Hund gerade auf mich aufmerksam geworden ist. Alter, man kann es auch übertreiben mit den Lasern. So, müssen wir vielleicht noch hier drüben weiter oder ist das egal? Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Those lasers are blocking the way. Nee. But look how crudely they're wired up. Maybe we can cut off their power. Das sind einige Kabel. Ja. Hier verlaufen viele Kabel durch die Wände. Dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal. Wenn mir jetzt noch jemand sagt, wie ich da durchkomme, ist alles gut. Hm.
Das könnte kompliziert werden. Ich nehme mal an, wir müssen vorher noch irgendwas ausschalten. Und ich würde vorschlagen, wir schauen erstmal ganz kurz noch hier drüben. Wo wir denn hier so hinkommen. Oh, okay, da drüben steht eine Wache rum. Das ist natürlich doof. Was machen wir denn da? Hier steht eine Wache, die im Prinzip alles blockiert. Und... warte mal, hier oben geht's weiter. Ach ja, hier war eine Sicherheitstür, genau. Aber, wie kommen wir denn jetzt hier irgendwie voran, ist die Frage. Was bringt mir denn mein neues Wissen? Nicht so viel, oder? Gut, ich meine, die Wache, die löst natürlich dann den Schutz aus. Können wir vielleicht mit den Rauchbomben hier agieren? Ah, Mist! Genau in dem Moment kam das Scheißding an, mit dem letzten kleinen bisschen außerhalb des Rauchs. Karajan must have lost his mind if he thinks this crazy setup can keep him safe. Good. Geht doch. Now let's get out of here. Ja. Gut, eine Rauchbombe und die ganze Anlage ist hinüber. Da drüben geht's noch weiter nach unten. Könnte natürlich was für mich sein. Er hat es überhaupt nicht mitgekriegt, dass hier der Laser aus ist. Warum auch? Ist doch fast genauso wie vorher. Ah, er bleibt genau drauf stehen. Mist. Ich dachte, ich könnte mich noch irgendwie durchschleichen da. Naja, gut. Dann machen wir hier weiter nach oben. Da ist echt gleich alles ausgegangen. Ist ja Wahnsinn. Da unten gibt es bestimmt noch irgendein Artefakt oder sowas, das ich einsacken könnte. Ah, Mist. Fuck. Wieder eine Rauchbombe verschwendet. Kann ich denn hier irgendwas anwerfen? Passiert da was? Nö. Aber ich kann natürlich hier ein bisschen klettern. Gut, dann komme ich sowieso raus. Das ist in Ordnung. Ich würde aber eigentlich noch gern wissen, was hier unten dann ist, wenn wir den Schacht weiter nach unten gehen. Und ich fürchte, dazu werde ich wohl oder übel da drüben lang gehen müssen, wo die blöde Wache sitzt. Ist da vielleicht auch das Licht ausgegangen? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Aber wir können natürlich mal... die kriegen wir nicht. Zumindest die können wir ausmachen. Das merkt er überhaupt nicht. Der ist so weit weg. Er sitzt aber trotzdem noch im Weg, ne? Selbst wenn ich dann hier vielleicht durchkomme. Und die auch noch ausmache. Ich wüsste nicht, wie ich da dann an ihm vorbeikommen soll. I'm sure there's nothing here. Blöd, blöd, blöd. Vor allen Dingen, weil er immer in meine Richtung guckt. Ach, weißt du. So, haben wir das mit der Rauchbombe auch mal getestet? Macht also wirklich bewusstlos.